Ich bin gerade dabei, ein Spiel über Plankton zu machen. Es wird ein 2D-Plattformer à la Super Mario. It's me! Plankton, du Dödel! In diesem Spiel wird es verschiedene Level geben. An dem ersten arbeite ich schon. Aktuell bin ich in einem Busbahnhof-Level. Wieso? Frag bitte nicht. Im letzten Video hatte ich auch schon ein paar Gegner eingefügt, wie zum Beispiel Milkshake, die Katze und Random Dude, den Random Dude halt. Damit das Level nicht so leer wirkt, habe ich angefangen, Gebäude für den Hintergrund im Blender zu modellieren und habe sie ins Spiel eingefügt. Damit das Ganze mehr nach einem Busbahnhof aussieht, habe ich gedacht, ich modelliere noch ein paar Sachen für den Hintergrund. Zum Beispiel Busse, Sitzbänke und so weiter. Das Ganze füge ich jetzt noch in mein Spiel ein und voilà. Um das Ganze noch lebendiger zu gestalten, hatte ich die Idee, noch ein paar Hochhäuser in den Hintergrund zu setzen. Um den Vordergrund noch ein bisschen besser zu gestalten, hatte ich noch die Idee, dass in einem gewissen Abstand immer ein Bus vor uns wegfahren sollte. Der sollte 2000 Jahre später. Jetzt kommen. Siehst du, da ist er. Langsam nimmt das Level Gestalt an. Falls du noch eine Idee für das Spiel hast, dann rein damit in die Kommentare. Ehre jedem, der ein Like und Abo dalässt. Habt noch eine nice Zeit. Euer Abi.